keiner. Mann, du Arsch! Ich weiß ja noch gar nicht, ob es richtig ist. Ah, yes! Nee, drück nicht! 5, 4, 3, 2, 1. Raus. Terminator 2. Du bist raus. Scheiße. Hallo und herzlich willkommen da draußen zu einer weiteren kleinen Spielerunde hier bei Kino Plus. Ich sitze hier mit Sean David und mit Thilo Gose-Johann und wir wollen wieder unser berühmtes Trailer-Quiz-Raten machen. Das heißt, wir kriegen jetzt jeder, alle drei, kriegen jetzt eine Sekunde aus einem Trailer gezeigt und wir müssen den Film erraten. Erraten wir es nicht bei einer Sekunde, kriegen wir 2 Sekunden gezeigt. Erraten wir es nicht bei 2, kriegen wir 3, 4 und bis zu 5 Sekunden gezeigt. Und wenn wir es dann nicht erraten haben, Pech. Ja? Guck mal, dein Buzzer ist total zugebaut. Willst du etwa behaupten? Aha. Mhm. Ja, ich kann ihn gerne hier hinstellen. So. Du behauptest dann nämlich wieder, du wärst der Erste gewesen, aber hier in den ganzen Jurassic Park verspielt sich das total. Ja, nein. Also, wir kriegen jetzt mehrere Trailer gezeigt und das halt eben für 1 Sekunde, 2, 3, 4, 5. Und je nachdem, zu welchem Zeitpunkt wir es erraten, kriegen wir auch eben dementsprechende Punkte. Also bei einer Sekunde kriegst du 5 Punkte, bei 5 Sekunden kriegst du 1 Punkt. Verstehst du es? Ja. Ja? Es ist, wie ich schon vorhin gesagt habe, gegen Daniel sowas zu spielen, ist wie, als wenn ich einen Contest gegen die beiden mache. Okay, mal gucken, wer als erstes schwarz wird. Aber gut. Ist dasselbe Niveau. So, und jetzt gebe ich ab an unsere schwarz liebe... Vor Wut ist noch drin. Jetzt gebe ich ab an unsere liebe Kollegin Mel, die uns nämlich jetzt einmal verraten wird, welches Thema wir denn heute beackern. Es geht heute zurück in eure Kindheit und Jugend. Und zwar ist das Thema Actionfilme der 80er. Okay. So, Freunde, das solltet ihr eine gute Chance haben. Okay, ein Ehrenpunkt bitte, ein Ehrenpunkt. Ja. So, dann, let's go. Oh, ich bin nervös. Ich bin auch nervös. Ich bin ein bisschen ehrgeizig, weil ich immer verloren habe gegen Schröck. Here to help you. War, glaub ich, bin ich? Das warst du, glaube ich. Ja, aber, also, ja, Terminator 1. Ein Punkt, okay, ich gehe nach Hause. So, und weil wir natürlich auf euch gehört haben, gucken wir jetzt nochmal 5 Sekunden. Also, wir gucken jetzt nochmal den 5-Sekunden-Clip, damit ihr wisst, welchen Trailer wir hier erraten haben. I'm Reese, DN38416, assigned to protect you. Sarah Connor, yes. Ja, shit, siehst du, da haben wir doch schon 5 Punkte für Sean. Fuck, fuck, fuck. So, jetzt müssen wir ja, weiß ich, die Competition ist ja. Naja, aber das ist ein bisschen unfair. Ach so. Hände nehmen das über Wasser. Deswegen war er auch der Erste. Deswegen war ich definitiv der Erste. Ich dachte, wir dürfen. Gut. Habe ich nicht erklärt, aber jetzt. Können die Punkte noch an mich gehen? Nein, gönnen wir dir. Gönnen wir dir. So, 5 Punkte für Sean, 0 und 0 für Thilo und mich. It is my great. Das war ich, glaube ich, oder? Ach, ich glaube, ich weiß es. Das war Robocop. Ja, das war Robocop. Echt ernsthaft? Ja, 100%. Kriegen wir die 5 Sekunden noch zu sehen? It is my great pleasure to present to you. Ja. Tatsächlich. Robocop. Mit der Musik von Terminator, ist es nicht schön? Ja, ne? Ja, ganz, so lief's dann. Kurze Frage, machen alle unsere 3 Dinger Geräusche oder nur der als erstes dran war? Mach mal. Ah, okay, gut. Ja? Alright. Cool. So, nächste Runde. Oh, ich weiß es auch. Ich hab gar nichts. Warum habe ich nicht gedrückt, ich Depp? Aliens. Ja. Ich glaube, ich drück gleich einfach, ich weiß es sowieso dann. Zack, so, kriegen wir die 5 Sekunden? They cut the power. How could they cut the power, man? They're animals. So ein geiler Film. So ein geiler Film. Oder nicht? Ja. Megafilm, brauchen wir, was ist das für eine Frage? Ja, aber peinlich, peinlich, dass ich nicht gedrückt habe. Ich drücke jetzt einfach und überlege dann, weil. Okay. Nach Aliens bin ich mit dem Fahrrad nach Hause, ich hatte Angst. Bereit für die nächste Runde? Ja. Ja. Alles klar. Ja. Phantomkommando. Das gibt es nicht. Das war aber auch geschaut. Und das war meine Taktik, ich habe jetzt einfach drauf losgehauen. Und das verlass mich einfach auf mein Wissen jetzt. Das mache ich jetzt aber auch. Ich gucke erst, überlege, drücke dann. Das ist ja total falsch. Aber das trifft sich gut. Phantomkommando, Sean und ich haben ein Video zu Phantomkommando aufgenommen, das demnächst auf Sean David TV oder vielleicht sogar schon auf Sean David TV erschienen ist. Ne? Das wird oder? Im Oktober erscheinen. Also je nachdem, wann das ausgestrahlt wird, ja. Mit ihm nimmst du Phantomkommando auf, nicht mit mir? Ach, ja, sorry. Er war halt da. Ich habe den 40 Mal gesehen. Ich war da. Also es war nicht ganz so lang wie das Video von Sean, aber hier einmal die 5 Sekunden noch. Mhm. Ist geil, diese dumme Szene, Hammer. What are you doing? Oh, dieses gute Englisch. Gut. Ihr schreibt den Punktestand mit, ne? Weil Sean hat jetzt, glaube ich, auch 10. Ich habe auch 10. Ich habe 0.
Warum? Weil ich als Einziger hier erst gucke und dann drücke. Ja, ich guck auch. Ich guck auch. So, nächste Runde. Das war aber auch Sean, ne? War ich das? Ich glaube schon, oder? Kenny McGillis. Kannst du sagen, ob wer es ist? Sean. Ja. Okay. war das zufälligerweise, ich weiß es nicht. Ich weiß es. Ich habe gedrückt. Dann müssen wir jetzt die nächste Runde abwarten und du bist raus. Ach so, geht das? Wie nächste Regel? Runde? Das heißt, wir gucken nochmal was von dir. Wir gucken jetzt zwei Sekunden, aber du bist jetzt halt, du weißt es nicht. Ach so, okay, okay, alles klar. Du hast deinen Turn verpasst. Okay. Ja, okay. It takes a lot more than just band. Top Gun. Oh, Top Gun, ey. Oh Gott, guck doch mal richtig hin, du Vollhorst, ey. Ey, wie konnte ich das? Na komm, du führst doch. Boah, Junge, 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 ey. Sei froh, dass es keine Minuspunkte gibt. Ja, Gott sei Dank. Ja. So, nächste Runde. Ja. Das warst du, ne? Ja. Stirb langsam. Scheiße, ja. Mann. John McClane. Kriegen wir die 5 Sekunden noch? Ey, wisst ihr, das sollten sie ja viel länger drehen. Ja. Und da hatten sie am Ende irgendwie nur so 2 Stunden Zeit. Und alles, was sie an aufnehmen konnten, haben sie halt in diesen, ja, ja, paar, in diesen, ja, 2 Stunden aufgenommen. Ich sag euch, aber das ist die angespannteste Runde, die es je gegeben hat. Weil ich bin schon zu angespannt, um irgendwelche Anekdoten zu erzählen. Weil ich weiß, jeder von uns will gewinnen. Will gewinnen. Nein, nein, es ist so. Jeder von uns weiß es, aber es dauert länger, erst zu gucken und dann zu drücken. Ja, 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 ja. Ich weiß, was du meinst. Und es wird gleich noch peinlich, wenn ich wahrscheinlich es dann nicht weiß, weil ich gedrückt habe. Oder mich verschätze. Ich verschiebe schon den Tisch die ganze Zeit. Das werden wir jetzt sehen. Nächste Runde. Wer war jetzt als Erster? Ich hätte Schröckert gesagt, tatsächlich. Schröck. Lethal Weapon. Muss ich auch den Teil sagen? Okay. Nee, war. Das sind doch Nanosekunden zwischen dem. Ich habe auch sofort gedrückt. Ich habe auch sofort gedrückt. Ich habe sofort gedrückt. Kriegen wir die letztlichen. Du bist hier hinter dem Jurassic Park schon wieder. Okay, Entschuldigung. So. Ich könnte mir vorstellen, dass es mein Punkt war. Kriegen wir die 5 Sekunden? Geil. Also die würden 2. Nee. Ja? Ja, das war Brennpunkt, ey. Mit Leo Getz. Ja, wenn ja, sie was ja, brauchen, ja. Leo Getz. So. Aber dann hättest du ja eigentlich Lethal Weapon 2 sagen müssen. Stimmt. Ich finde, dass du Lethal Weapon gesagt hast. Also hier bei diesem Spiel hört der Spaß ja ein bisschen auf. Ich finde, hier muss man ein bisschen penibel sein. Ich Regie. Bin nicht die Schiedsrichterin, Regie. Also muss Mel entscheiden. Brennpunkt, ich kann LR gerne diese lassen. Runde als ungültig erklären, weil ja. Ich habe einen zusätzlichen Trailer, den wir dann jetzt mit reinnehmen. Das tut mir leid, Schröck, okay. Aber... Ja, okay. In diesem einen okay. Fall akzeptiere ich, akzeptiere ich. Weil spätestens kriegst du es dann in den Kommentaren sowieso aufs Brot geschmissen. Ja. Und das habe ich dich jetzt vorbewahrt. Das ist sehr großzügig von dir, Timo. Das ist sehr großzügig. So ich habe okay. Ihn vor einem Shitstorm bewahrt. Akzeptiert, akzeptiert. Nächste. Wer war das? Wer war's? Es war Schröck. Das war Beverly Hills Cop. Ach nee. 1. Ach nee. Oh. Ist ja total war überraschend. War das Rosewood? Ja. Ah, oh, ich werd gesehen. Was versteckt er sich da hinter dem Baum? Ihr seid alle verhaftet. You're all under arrest. Ja. Ja, man hört seine Mucke sogar, ey. Und Taggart, geil. Oh, Leute, komm bitte. Mad Max 2. Mad Max 2. Ne? Ja, 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 ich hab, ja, was hab ich nicht gesagt? Ja, Mad Max? Ja, hab ich Mad Max 1 gesagt? Ja, ja, hab ich Mad Max 2 gesagt? Ich hab Mad Max 2 gesagt! So Leute, ich wollte nur sagen, ich spiel jetzt wieder mit. Ab jetzt wird's... Das ist so geil. 100 Mal gesehen. So ein geiler Film. Ja. So ein geiler Film. So. Oh, Indiana Jones. Aber wer war dran überhaupt? Also, sorry, aber das muss ich gewesen sein. Ich war so schnell. Also bitte. Ich habe auch direkt gedrückt. Ja, direkt nach mir, richtig. So, Ui, anscheinend wird's gecheckt im Replay. Also Leute, ich war schnell, ich war wirklich... Also ich den schwer. Punkt geben wir schon. Danke. Okay, okay. Moment mal, ja? Jetzt muss ich mal hier ein bisschen den Strengen raushängen lassen. Du hast gesagt Indiana Jones. Ja, Teil 2. Nee, es ist falsch. Es ist falsch. Es ist falsch. Wenn wir bei Brand.LA. Wenn wir bei Brand.LA wirklich den. Oder richtig. Bei Lethal Weapon 2 ja. so streng sind, ja. Müsste ich jetzt eigentlich auch wirklich streng sagen. Ah, warte mal. Was ist Indiana Jones? Ich hab mir. Oh. Was denn? Du hast gedrückt und den falsch. Es gibt überhaupt gar keinen Film, der Indiana Jones. Ja, Raiders of the Lost Ark. Ja, sorry, aber wir wissen ja, was ich eigentlich meine. Ja, nee, wissen wir nicht. Der Film heißt nicht Indiana Jones. Ja, Raiders of the Lost Ark. Ja, wir wissen doch, was ich meine. Ach, Mel? Mel?
Mann. So, Raiders of the Lost Ark. Ja, wie heißt der Film? Heißt nicht Indiana Jones. Wie heißt der denn auf Deutsch? Jäger des verlorenen Schatzes. Ja. Er hat ja jetzt noch Raiders of the Lost Ark gesagt. Ja, was denn dann? Ich hab nur danach er hat auch Brent Tut LA gesagt. Ey, ich bin 400 Kilometer jetzt hingefahren, ja? Ich finde, das ist das Mindeste, was ihr für mich tun könnt hier. Wir haben es bei Schröck nicht gelten lassen, wir lassen es bei dir auch nicht gelten. Mel, bitte, sei ehrlich. Mel, lass mich nicht im Stich, komm. Wir haben uns so gut verstanden. Die Diskussion muss drin bleiben. Mel. Okay, wir lassen es nicht gelten. Was? Boah! Ey, ja. Ja, aber das gilt für mich auch gleich, wenn ich so einen Fehler mache. Okay, alright. Ja. So, talk to the aber hand. Gucken wir jetzt nochmal weiter diesen Trailer oder gucken wir jetzt was Neues? Ihr kriegt jetzt einmal die 5 Sekunden, der Geschwindigkeit halber. Einer der besten Filme aller Zeiten. Einer der besten Filme aller Zeiten. Es definitiv. Ist Jäger des verlorenen Schatzes. Okay. Der, also wirklich einer der Grundpfeiler meiner Filmliebe. Ja, Dito. Definitiv. Dito. Wer war's? Weiß keiner. Ja, können wir noch mal? Ich weiß, welcher Film es ist. Ich weiß es auch. Komm, alle drei kriegen den Punkt. Pass auf. Der englische Titel besteht ja aus 3 Wörtern. Ja. Weißt du es? Nein. Du weißt es nicht? Ich habe nicht aufgepasst. Oh, aus 3 Wörtern? Naja. 4 Wörtern. Jo, würde ich sagen. Ja. Also ich hätte jetzt die Daniel und Thilo können noch einmal Schnick, Schnack, Schnuck spielen. Okay. Schnick, Schnack, Schnuck? Okay. Schnick, Schnack, Schnuck. Steht das im offiziellen Regelbuch hier? Es war natürlich Escape from New York oder die Klapperschlange. Okay. Klapperschlange. So. Kriegen wir die 5 Sekunden? Das war mit die erste Szene, die ich aus diesem Film gesehen habe, weil den Nachbarn von uns geguckt haben und ich war zufällig bei denen zu Hause und ich war so fasziniert von diesem Moment. Ich habe den Film das erste Mal mit Sonnenbrille geguckt, kein Witz, weil das Tape war so am Rauschen, dann habe ich die Kontraste verändert und dann eine Sonnenbrille aufgesetzt, damit das weiße Krissel schwächer wurde und so habe ich den Film das erste Mal geguckt. Was ist eigentlich der aktuelle Punktestand? Ja gut, Sicherheitskopie. Ja. Sicherheitskopie. Ich weiß nicht, was der aktuelle Stand ist. Ich will das ehrlich gesagt nicht wissen. Ich will es auch nicht wahnsinnig schnell. Das machen wir zum Schluss. Okay. Next one. Ist das Jahr 2? Jetzt weiß ich es auch nicht. Also, ich glaube, Thilo war der Erste, oder? Nee, ich war nicht der Erste. Ich war langsam. Thilo. Ich weiß es aber gar nicht, welcher Film das war. Lass mal überlegen. Warte mal. Da ist so eine Fabrik. So. Da sind so Leute. Ich habe hier noch Zeit. Nee, du hast nicht Zeit. Nee? Nee, also aber warte mal. Ich gebe dir doch nicht 15 Sekunden zum Überlegen. 5. Dann war's. 2, 1. Terminator 2. Du bist raus. Scheiße. Siehst du, da ist es passiert. So, dann heißt das jetzt, wir zwei müssen jetzt die 2. Ist das Jahr 2011? Tatsächlich geht das für mich klar. Ich weiß es immer noch nicht. Es ist Running Man. Ah! Okay. Da bin ich jetzt ganz, ganz, ganz sauer drüber, weil ich habe vom Bild habe ich auch gedacht Running Man, aber das ist eine andere Synchro. Das ist nicht die Synchro, die ich kenne. Aber in der ersten Sekunde war doch noch. Achso, da hast du. Eine, der hat doch gerade drüber. Das Jahr 2011. Unschuldig verurteilt hat er nur eine Wahl. Ist eine anstrengende Runde, Leute. Übrigens, super geiler Film. Einer meiner absoluten Arnie-Guilty-Pleasure-Filme. Ja, Running Man? Ja. Ich mag den auch. Ich mag sowieso. Da bin ich der Erste, da wo ich nicht weiß? Ernsthaft? Ne? Warum war nicht wer anders von euch schneller, damit mir diese Schmach erspart geblieben ist? Musik von Harold Faltermeier. Ja. Super. So, next one. Das war Rambo 1. Die Duschszene. Fuck, ja. Die Duschszene? Ja, wo der abgeduscht wurde. Wo der abgeduscht wurde im Knast. Boah. Okay. Also in der Polizeistation. Okay. They didn't give a damn. They didn't. Boah, jetzt werden wir hier eiskalt abgezogen, ey. Ah! Das hätte ich nicht. Das ist doch gut. Immerhin. Beim nächsten Mal drücke ich einfach ich wieder. Auch wenn ich es dann nicht weiß, mir scheißegal. Ich drücke einfach. Das war, glaube ich, Sean, oder? Habe ich da gerade Kurt Russell gesehen? Das war Kurt Russell, wie heißt der mit dieser China, Als ob ich dir jetzt Hilfe gebe. Ich helfe dir auch nicht. Setz mich unter Druck, 5, 4, 3, 2, dieser, der so ähnlich ist wie, das goldene Kind. Ach, okay, egal.
Ach Mann. Okay, was jetzt? Jetzt gucken wir zwei die nächsten zwei Sekunden. Okay. Once upon a halt, stopp! Big Trouble in Little China. Ach Mann, du Arsch! Ich weiß ja noch gar nicht, ob es richtig ist. Yes! Gut, dann guck ich mir doch jetzt okay, mal guck du dir in Ruhe an. Guck du dir das mal in Ruhe an. And doesn't mind stepping. Hä? Das waren die 5 Sekunden? Aber das ist doch... Ich hätte echt Big Trouble in Little China gedacht. Nee. Was gibt's hier noch? Nee. Tango und Cash? Oh, nee. Den habe ich so selten gesehen, deswegen. Surround Trouble and doesn't mind stepping on toes. Er sieht so dermaßen nach Big Trouble in Little China aus. Ja. Aber da hat er halt meistens immer dieses weiße T-Shirt an, ne? Ja, aber Tango und Cash. Ja, ja, okay. Ich glaube, Tango und Cash war 89. Oder? Zwei haben wir noch. Oh Gott. Wieder am Losen hier. Can I buy you guys a drink? What? Whoa. Okay, keine Ahnung. Okay, das war wirklich aber auch Szene mal rausgesucht. Das ich bin nicht. Fucking froh, dass ich nicht gedrückt habe. Okay, 2 Sekunden. You guys a drink? Nee, drück nicht. Ich bin mir auch nicht 100%. So, dann warte noch. Gib uns allen eine Chance. Okay, nächste. Can I buy you guys a drink? Ja, doch, jetzt weiß ich. Ich weiß es nicht. Das war Roadhouse mit Patrick Smith. Nein, Roadhouse. Ach nein. Wo diese schönen Roundhouse-Kicks ja, machen. Ich war mit meiner Freundin gesehen. Drin. Aber nie wieder gesehen. Ach, da steht er da ja steht auch. Da steht er auch noch. Ich hab den nicht erkannt. Nee. Mit seiner schönen Friese. Hab ich nicht erkannt, nee. Hab ich auch nicht erkannt. Von hinten links. Wer soll denn da Patrick Swayze erkennen? Von hinten links. Aber die Matte? Ja, du hast recht. Ich hab den Film einmal gesehen im Kino. Wie soll ich den denn erkennen bei 5 Frames? Echt, bitte. Das entwürdigend Tier. Ja, echt, ey. Mann. Noch einen haben wir, oder? Oh, ich weiß es. Ah, lass mal überlegen. Die Lady. Die Lady, ja. Also ich weiß es tatsächlich nicht bis jetzt, aber ich kenne natürlich die Lady. Ich weiß es nicht. Und du hast gedrückt gehabt? Ja. Okay. Aber sonst hat man ja gegen den hier keine Chance, ey. Ja, ich hab's doch selber so gemacht bei Running Man. Na komm. Halt, warte, stopp. Die City Cobra, Cobra! Du bist die Krankheit. Und ich bin I'm the cure. Hier. Gib mir noch einen Zahnstocher. Zahnstocher brauche ich noch. Oh, die Knarre fand ich so cool. In 14 Stunden hat er dieses Drehbuch geschrieben. Merkt man gar nicht. Nee. Aber mit einem großartigen. Und Cannon hat's produziert. Mit einem großartigen, wie heißt der, Brian Thompson? Brian Thompson, gegen, ja, der ist Gegenspieler. Gut. Und diesem Film haben wir auch Beverly Hills Cop zu verdanken. Ja, ja, ja. Stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt, ja, stimmt, ja, ja. Stimmt. Weil den hat er abgesagt. Dafür. Richtig, ja, genau. Ja, ja, mhm. Ja. So, war es ja, das? Schröck hat gewonnen, das ist ja Überraschung. Weiß ich nicht. Aber das, ich bin schon gespannt auf die, so das Verhältnis. Ja. Weißt du, was ich bin immer froh, dass es keine Minuspunkte gibt, wenn man es verkackt. So wie bei Running Man und du hier bei irgendwo auch, ne? So, er hat's ja kein einziges Mal verkackt. Doch, ich hab's verkackt, ja, so gesehen bei ja? Lethal Weapon. Ja. Ich brauche einfach mehr Frames, um damit mein doofes Gehirn realisiert, was ich da gerade sehe. Naja, jeder braucht das. Ja, aber ja, so ist das Game. Ja, er nicht. Ist das ein Format, was du dir ausgesucht hast, damit du dein Ego jede Woche hier auf... Mhm. Ja, ja, natürlich. Das ist so, das ist so. Das ist, ja, ne? Das ist, dachte ich mir. Ich wollte ja eigentlich ursprünglich nur Schiedsrichter machen. Mhm. Ja, und trotzdem... Er sagt mir sogar noch, Sean muss keine Angst haben, so, du machst gegen Thilo, ich mach nicht mit. Du sitzt nicht jede Minute, wer sitzt neben mir, spielt mit, er. Aber das wurde mir auch erst gesagt. Oh, ich dachte auch, ich bin nur also, in der Mitte. Voll in die Falle gelockt hier, ey. Das war jetzt wirklich mehr als nur ein Game. Da hier ging es ein bisschen um die Ehre. Ja, ja, wirklich, ey. Und dann lässt man sich hier vom Schröckert die Rosen ausziehen, ja. Ich wollte eigentlich entweder Schiedsrichter machen oder vielleicht sogar sowas wie eine Art Joker sein. Weißt du? Ah, dass man mich nochmal ziehen kann. Das ist ganz lustig. Unter die der Idee Prämisse habe ich auch zugesagt. Ja. Aber es hat doch hoffentlich trotzdem Spaß gemacht. Mhm. Ja, es war top. Es war aber, ich fühle mich, also als ob ich Sport gemacht hätte. Ich habe euch beiden zugetraut, dass ihr hier Daniel einmal ein bisschen vorführt, aber ihr habt mich enttäuscht. Siehst du, Daniel hat wieder gewonnen. Ja. Sean hat 10 Punkte, mhm.
Thilo hat 18 Punkte und Daniel hat 35 Punkte. Alter, so haushoch. So haushoch. Weil ihr euch kennt hier, weil ihr immer in Hamburg rumhängt und so. Das ist Heimvorteil. Es tut mir leid. Ich habe keinen Bock mehr. Ja, das war wirklich ein bisschen deprimierend gewesen, diese Runde. Das ist wirklich ein bisschen deprimierend gewesen. Und jetzt müsst ihr euch mal vorstellen, ne? Da waren jetzt so richtig viele Filme dabei, die mussten wir in diesem 80er-Quiz bei Moviepilot gegeneinander antreten lassen und uns für einen von beiden entscheiden. Finde ich einfacher, als gegen dich dieses Spiel zu spielen. 35 zu 18. Zu 10. Und das bei Action aus den 80ern. Das ist entwürdigend. Es tut mir leid, Freund. Ich bin beim nächsten Mal einfach nur der Schiedsrichter. Oder wenn du das nächste Mal bei mir zu Gast bist, ich werde mir ein Spiel ausdenken, wo du automatisch verloren hast. Einfach nur der Fairness halber. Okay, nehme ich hin. Ich hoffe, ihr nehmt es auch so hin. Ich hatte trotzdem eine Menge Spaß. Ey, wirklich, es war... Es ist kein Wasser. Es war eine wirklich schöne Runde mit euch. Mhm. Es hat mir sehr viel Freude bereitet. Ich freue mich jederzeit, wenn ihr wieder da seid. Und ich hoffe, ihr werdet dieses Spiel trotzdem noch mal irgendwie hier machen. Vielleicht ja in anderer Konstellation. Okay, ja, das Internet vergisst nicht, ne? Ja, das ist jetzt ewig online, ne? Das bleibt leider ewig online. Vielen Dank fürs Zuschauen. Gebt uns doch gerne ein bisschen Feedback. Sagt uns gerne, welche, sag ich mal, Themen wir hier in diesem Trailer-Quiz bearbeiten sollen. Oder welche Gäste wir auch gerne nochmal dazu holen sollen. Das machen wir natürlich gerne, beziehungsweise das lesen wir uns gerne durch und versuchen es dann auch umzusetzen. Vielen Dank an dieser Stelle. Bis zum nächsten Mal. Ich danke euch beiden. Es war super. Große Das war richtig geil. Tschüss.